Ursprünglich war die Lippe sehr breit, flach und floss in gewaltigen Bögen durch weite, sumpfige Auen. Heute zeigt sich in weiten Teilen ein ganz anderes Bild. Tief ins Gelände eingeschnitten, schmal und begradigt, verbraucht sie in der Kulturlandschaft weniger Raum. Monotone Felder reichen bis hart an den Gewässerrand heran. Intakte Flussauen gibt es nicht mehr. Einträge und Einschwemmungen haben für die Flussnatur katastrophale Auswirkungen. Verschmutzte Flusssohlen, Kies so hart wie Beton, von intakter Natur der Flüsse ist die Realität weit entfernt. Viele Querbauwerke stauen den Fluss, verändern die Strömungsverhältnisse und verwehren Fischen die Wanderungen. Steinschüttungen sollen die Kraft des Wassers bändigen und die Ufer sichern, um den Flussverlauf an exakt geplanter Stelle zu fixieren. Pläne, die Schleifen der ehemals kurvenreichen Lippe zu entfernen und damit den Lauf zu verkürzen, reichen weit zurück. Ein Beweggrund war, fruchtbares Wiesenland in den Auen nutzen zu können. Kleinräumige Gewässerunterhaltung an der Lippe hat es schon immer gegeben. Ganze Arbeit wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg geleistet. Die Lippe erreichte mit festgelegten Böschungswinkeln, Steinschüttungen und Wasserbausteinen die Idealvorstellung eines gezähmten Flusses. Festgelegt, ordentlich, wasserabführend. Mit dem Ausbau der Lippe sollten auch die entstehenden Überflutungen und Schäden bei Hochwasser verringert werden. Über die Ufer tretende Flüsse mit weitläufigen Überschwemmungen der Auen sind von Natur aus etwas ganz Normales. Problematisch wird es immer dann, wenn man ihnen den Raum dafür nimmt. Der Ausbau der Lippe hat die Hochwassergefahr eher verschärft. Heute haben wir das erkannt und versuchen, verloren gegangene Auen zurückzugewinnen. Die Lippe wird nun wieder Stück für Stück renaturiert. Die Freiheit des Flusses soll nicht mehr länger an den Ufern enden.